Am 3. Mai 2016 fand im Audimax der Hochschule Nordhausen der zweite Themenabend des Nordhäuser Unternehmerverbandes statt. Durch den Abend führten der Vorsitzende des NUV, Nils Heu, und Hans-Joachim Juncker. Zu den 120 anwesenden Unternehmern aus der Region gesellten sich der Ministerpräsident Thüringens, Bodo Ramelow, mit seiner Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft, Birgit Keller, und der Chef der Landesentwicklungsgesellschaft, Andreas Krey. Initiiert wurde der Abend mit einem Vortrag von Professor Flücken und dem ersten Thema, das Innovationszentrum Wertstoff, welches bereits seit 2010 in Planung ist. Zur Realisierung des Zentrums ließ der Ministerpräsident tief blicken. Aber bei uns haben Sie Partner in der Landesregierung, die die Idee zielführend und richtig finden. Und es gab ja mal Überlegungen an verschiedenen Standorten. Wir haben ja verschiedene Standorte mal analysiert. Ich glaube, jetzt läuft es auf einen Standort hier in Nordhausen hin. LEG-Chef Krey zu diesem Vorhaben. Insofern, wir unterstützen das Wertstoffzentrum und ich kann es ja auch mal so sagen, die Politik erkennt, dass es hier einen regionalen Widerhall gibt. Gleichzeitig schlug er eine Brücke für das zweite wichtige Thema des Abends. Also auch ich sage ganz klar, für die Vermarktung des Industriegebietes ist das Wertstoffzentrum eine große Hilfe. NUV-Vorstand Nils Neu brachte die Unternehmer auf den neuesten Stand und unterstrich die Wichtigkeit des Industriegebiets Goldene Aue. Der Ministerpräsident steht hinter der Entscheidung des Industriegebiets Goldene Aue und mahnt zu Geduld. Ich werbe für die Goldene Aue als einen besonderen Ort, bei dem wir uns auch die Mühe geben sollten, einen nachhaltig wirkenden Industriebetrieb oder nachhaltig wirkende Industriebetriebe anzusiedeln. Und Antje, lasst uns jetzt in Nordhausen nicht unruhig werden, dass man sagt, es muss irgendwas drauf sein, damit jeder bewiesen hat, jetzt passiert was. Also dass man die 30 Millionen nicht sieht, die da verbuddelt worden sind, finde ich ärgerlich. Das dritte Thema des Abends war die Bedeutung der Gipsindustrie im Südharz. Dr. Ferdinand Pavel vom Deutschen Institut für Wirtschaft aus Berlin stellte dazu eine wissenschaftliche Studie vor. Zum Gipsabbau fand der Ministerpräsident deutliche Worte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Gips zerteilt den ganzen Harz. Und wir können nicht so tun, als gäbe es hier nicht in der Region einen Riss, der quer durch alle Parteien geht. Jetzt könnte man ganz bissig sagen, 316 Arbeitsplätze, na und? Wir haben eben darüber geredet, wenn unten auf der Goldenen Aue ein Tausender angesiedelt werden würde, würden wir über die 326 nicht mehr reden. Das scheint mir aber nicht hilfreich zu sein, weil dann wären die Wunden vom Kohnstein immer noch da. Für die Überraschung des Abends sorgte Silvio Löderbusch von Remondis Production GmbH. Er sprach stellvertretend für alle vier Gipsunternehmen aus der Region. Ja, wir initiieren eine Machbarkeitsstudie mit dem Ziel, eben den Grundstein zu renaturieren, um dann eben auch das Zeichen zu setzen, dass wir uns unserer sozialen Verpflichtung bewusst sind. Diese Neuigkeit wurde von allen Anwesenden honoriert. Nils Neu zog ein Fazit der drei Themenblöcke und die anwesenden Unternehmer waren mit dem Abend mehr als zufrieden.